Das Fiskalarchiv.de gehört zu den Grundfunktionen der myvectron Cloud. Eine gesonderte Einrichtung ist daher nicht erforderlich. Um die Fiskaldaten abzurufen, gehst du über die Vectron-Website in das Kundenportal. Zur Anmeldung gibst du E-Mail und Passwort an. Hast du dein Passwort vergessen, kannst du hier unten auf die Funktion klicken. Hast du weder E-Mail-Adresse noch Passwort, helfen dir meine Kollegen im Support weiter. Im myvectron-Kundenportal wählst du die Funktion Fiskaldaten aus und kannst hier mit dem Button Fiskaldaten herunterladen die benötigten Daten anfordern. Über den Aktualisieren-Button stellst du vor jedem Datenexport sicher, dass die Daten vorher auf den letzten gespeicherten Stand aktualisiert werden, da diese Aktualisierung nicht automatisch in kurzen Zeitintervallen erfolgt. Um deine Fiskaldaten anzufordern, klickst du nun auf den Button Fiskaldaten herunterladen und wählst einen Zeitraum aus. Sobald der Zeitraum festgelegt ist, kannst du die Exportformate wählen. IDEA.de ist das Datenformat, das von der offiziellen Prüfsoftware der Finanzverwaltung genutzt und gegebenenfalls von dort angefragt wird. Die beiden Formate Kassensicherungsverordnung CSV und Kassensicherungsverordnung JSON enthalten die von der Kassensicherungsverordnung vorgeschriebenen Daten, die du bei einer spontanen Betriebsprüfung durch die Steuerbehörden herausgeben musst. Sie unterscheiden sich lediglich in der Speicherform. Sofern du das Kassensicherungsverordnungsformat auswählst, hast du noch die Möglichkeit, die angefragte Berichtsversion auszuwählen. Das Rohformat enthält die Binärdaten, die so nicht direkt lesbar sind, aber gegebenenfalls für eine Fehlersuche durch deinen Fachhandelspartner erforderlich sind. Sofern für den angegebenen Zeitraum Fiskaldaten aus mehreren Filialen vorhanden sind, kannst du abschließend noch die benötigten Filialen auswählen, um dann die Daten aufbereiten zu lassen. Deine Fiskaldaten kannst du über das Wolkensymbol herunterladen. Die Daten sind immer in einem passwortgeschützten ZIP-Archiv enthalten. Das zum Öffnen der Datei auf deinem Rechner erforderliche Passwort findest du hier. Durch das myvectron Fiskalarchiv bist du immer auf der sicheren Seite. Auch wenn die Kasse durch Diebstahl oder Zerstörung nicht mehr zugänglich ist oder die Sicherung auf dem USB-Stick durch Verlust oder Beschädigung ebenfalls nicht mehr verfügbar ist.